Ich bin Karl-Heinz Riedle und das ist mein Team für das Jahr 2014. Als Torwart nehme ich Manuel Neuer. Er ist sicherlich im Moment der beste Torhüter in der Welt und hat das auch bei der Weltmeisterschaft sicherlich bewiesen. In die Abwehr stelle ich David Alaba auf links, weil er für mich im Moment der beste Linksverteidiger ist in der Welt. Zentral Jerome Boateng. Ich denke, er hat eine WM gespielt, die wahrscheinlich er nie wieder so spielen wird, und er war für mich überragend in der Mitte. Nächste wäre zentral Sergio Ramos, weil er über Jahre schon einfach der Topspieler bei Real Madrid ist und sicherlich auch ein überragender Verteidiger. Und rechte Seite würde ich jetzt Philipp Lahm stellen. Er ist sicher auch einer der besten Rechtsverteidiger auf der Welt. Fürs Mittelfeld Angel Di Maria. Er ist ein mega kreativer Spieler und er kann eigentlich Spiele alleine im Mittelfeld auch entscheiden. Toni Kroos von Real Madrid, jetzt bei Real Madrid, ist sicherlich ein auch sehr kreativer Spieler, kann das Spiel lesen wie kein anderer, hat auch eine überragende WM gespielt. Und klar, Arjen Robben ist, glaube ich, in der Form seines Lebens, da geht kein Weg vorbei an ihm. Für einen Sturm nominiere ich Cristiano Ronaldo. Er ist sicherlich mit der beste Spieler in der Welt auf der Position, schießt ein Tor nach dem anderen. Den zweiten würde ich Lionel Messi natürlich. Er ist der beste Spieler, hat es über Jahre jetzt gezeigt, und an ihm geht kein Weg vorbei. Und zentral würde ich mich für Lewandowski entscheiden. Er ist unheimlich kreativer Spieler. Er ist einer, wo oben gut ist, in der Luft sowie am Boden, und deshalb kommt er ganz vorne rein. Stimmen Sie jetzt für Ihr Team des Jahres ab.